Hier präsentieren wir die 5 besten Bachlaufschallen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Bachlauf-Wasserfall-Module. Die einzelnen Bachschalen bestehen aus 2 mm dicken Polyethylen, genau dem gleichen Produkt, aus dem viele vorgefertigte Fischteiche bestehen. Es ist UV-beständig und auch robust, wie wenn Sie zum ersten Mal glauben, dennoch sieht etwas unnatürlich gemacht aussehen. Viele Gartenfreunde verschönern daher zusätzlich ihren Bach, zum Beispiel mit Steinen oder Kies. Die privaten Module lassen sich einfach und auch problemlos zusammenstellen. Auch wirklich substanzielle Ströme können innerhalb kürzester Zeit verstanden werden. Allein ein solcher Standort ist sehr leicht, was schnell ein Problem in schlechtem Klimazustand sein könnte. Hier hilft es, Gewicht auf die Teile einzuschließen, entweder mit Gewichten oder zum Beispiel mit einer Gipszahnfüllung. Diese Bachschalen leisten also ein wenig mehr Arbeit. Nummer 4. Amur Gartenbrunnen Bachlauf. Diese Bachschale ist ein echter Hingucker für kleinere Fischteiche. In größeren Wasserlandschaften sieht es dennoch ein wenig verloren aus. Die Verarbeitung ist in der Tat ziemlich gut. Das Material in der Tat macht eine ausgezeichnete Wahrnehmung, aber Verbraucher kritisieren gelegentlich die Realität, dass der Schattenblätter etwas schnell. Die bereitgestellte Pumpe entwickelt eine Verteilungsrate von rund 1100 Litern pro Stunde. Das ist eher wenig, aber zum Glück ist es extrem ruhig im Betrieb und lässt das Wasser immer noch genau überfluten. Wenn Sie ein wenig Erfahrung mit Bächen im Fischteich haben, sollte die Struktur kein großes Problem sein. Ohne Vorkenntnisse ist es ein wenig schwierig, da die Betriebsrichtlinien jedoch einige Anfragen unbeantwortet lassen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Ecol Bachlauf Wasserfall Gartenteich Bachlauf Schalen Set. Der Auftritt ist wirklich beeindruckend. Zusammen gibt das Ecol Set eine spektakuläre, äußerst vernünftige Fels-Frühlingslandschaft. Das Polyresin sowie das GFK-Material werden mit wunderbarem Detailinteresse verfeinert, von Hand gefertigt und bieten zudem ein ganz natürliches, komfortables Erscheinungsbild. Die Verbindungen werden derzeit gepflegt. Sie benötigen nur eine Pumpe sowie ein Wasserschlauchrohr, um das Etablierte mit Wasser zu versorgen. Eine Abschalter-Abschaltung macht es sehr einfach, den Wasserkreislauf ein- sowie auszuschalten und zu steuern. Das Versorgungssystem ist sehr diskret angebracht, das entwickelt im Tagesablauf einen idealen Gusseindruck. Das ist auch wirklich wasserintensiv. Für ein optimales Ergebnis schlägt der Lieferant 8000 bis 10.000 Liter Zirkulation pro Stunde vor, für winzige Fischteiche und auch schwache Pumpen ist das schwer zu handhaben. Nummer 2. Wasserkaskaden-Komplettanlage EDA-Komplettanlage. Der Lieferant setzt auf Glasfaser-Kunststoff, kurz GFK. Dies ist ein sehr robustes Produkt, das für eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt ist und zusätzlich starke Sonneneinstrahlung sowie gefrierende kalte Wintermonate bewältigen kann. Auch die Handwerkskunst ist sehr erfolgreich. Die Behälterschalen sehen sehr robust aus und sollten dadurch auch ein langes Leben im Garten haben. Die Einrichtung ist zusätzlich sehr einfach, auch unerfahrene Anwender müssen sich mit diesem Set anlegen. Es ist ein bisschen eine Verlegenheit, dass der mitgelieferte 20 mm Schlauch etwas. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dena Bachlaufschale. Das verwendete Produkt, Granit, hat einen hervorragenden Glaubwürdigkeitsfaktor. Es ist sehr robust und witterungsbeständig. UV-Strahlung zusammen mit Nässe sowie Kühle wirken selten auf das Gestein. Bei Bedarf ist diese Stromschale auch viel robuster als die meisten Kunststoffdesigns. Auch die Behandlung wird deutlich erleichtert. Die Schale ist sehr natürlich, so dass sie nach und nach kaum färbt. Das Gebäude und die Konstruktion sind viel ermüdender als bei anderen fertigen Konstruktionen. Ein Dickbelag über 20 Kilo, Muskelmasse, Ausdauer und Geschicklichkeit sind hier gefragt. Die Granitrinnenabdeckung ist modular aufgebaut, so dass sie theoretisch nach Bedarf verbreitert werden kann. Dies bedeutet, dass meterlange Wasserfunktionen an einem großen Folienfischteich ebenfalls problemlos umgesetzt werden. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.